Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und haben einen der verbrannten Detektoren verbessert, beziehungsweise repariert. Und ja, leider gab es bei der ersten Aufnahme hiervon ein Game Crash. Und naja, da habe ich schon irgendwas weiter entdeckt. Ja, wir sind hier irgendwie auf dem Highway Richtung Watoga und hier links scheint es auch nach Watoga zu gehen. Aber da hatte ich mich schon entschieden, nach rechts zu gehen, da wir hier auf der Karte ja schon was gesehen haben. Da ist eine Farm oder wer soll die Sunday Brothers Cabin. Da würde ich jetzt als nächstes gerne hin und uns da, dass wir uns da erstmal in Ruhe umschauen können. Gut, da bin ich bis hingekommen und dann war auch gleich Feierabend. Gut, also für mich sieht es hier nach einer Farm aus. Also so wie das hier den Anschein hat. Ja, alle die rodet. Oder sich etwas für den Farmbetrieb sehr gut eignen. So, ja, schauen wir da mal kurz vorbei. Wartet da so gibt. So, erstmal hier hoch wieder. Und dann haben wir hier die Sunday Brothers Cabins. Und wir haben eine sonstiges Quest erhalten. Durchsuche die Hütte nach Überlebenden. Na, wenig Hoffnung, dass wir Überlebende finden. Aber wenn wir da an der Wand sitzen, hängt da eine Maulwurfsratte an der Wand. Wenn ja, okay. Gut. Die liegt nur freudig mit dem Schwanz. Oh, da haben wir noch eine Power-Rüstung. Okay. T60. Aha. Oh, für Stufe 40. Das ist schade. Gut, dann nehmen wir den Fusionskern mal da raus. Die T60 als Stufe 40 Ausgabe hatten wir ja. Gut. Die können wir jetzt mal hier lassen. Das sind wir mal nett. Vernichten mal das mal nicht. So, haben wir hier noch eine Baustation. Und ein paar Werkbänke, das ist natürlich gut, wenn wir erstmal den Schrott verwerten, den wir so mit uns rumtragen. Ja, hier unterwegs auch noch ein weiteres präzisionsgehärtetes Scharfschützengewehr gefunden. Ist schlechter als unsere, wir sind anders aufgebaut. Kann man mal vernichten, vielleicht für einen passenden Mod. Ne, ich hab keinen Mod, schade eigentlich. So, Raider-Rüstung, rechter Arm noch weg und eine schwere Lederrüstung, Brustteil kommt auch weg. So, mal wieder Platz im Inventar. Sehr, sehr schön. Gut. So, hier sollte eigentlich ein Holoband liegen. Teil 4, das hatte ich schon gesehen. Warte mal, da ist es dann abgebrochen, als ich das aufgenommen habe. Werden wir uns erstmal das Terminal gucken. Es gibt mehrere Teile offensichtlich. Und ja, die hören wir uns dann mal hoffentlich in der richtigen Reihenfolge an. Machen wir erstmal das Terminal hier. Sperren wir das mal. So, gucken wir doch erstmal nach Klammerpan. Das ist immer das Beste hier. Machen wir mal vorne an. So, ist hier ein Snake jetzt zu sehen. Hier scheint eins zu sein. Genau, da ist ein Klinet. So, jetzt dann weiter. Da ist eins. So, zwei Falschenträge schon mal entfernt. Das ist immer sehr gut. Macht die Sache deutlich einfacher. Hier ist nochmal Klammernpaar. Was haben wir hier noch? Ne, hier ist kein weiter. Hier ist eins. So, weg damit. Das ist leider falsch rum. Haben wir hier noch eins? Ne, das ist auch falsch rum. So. Gut, hier ist noch ein Klammernpaar, sehr schön. Und wieder Falschenträge entfernt. Ja, der versucht zurück. Jetzt hier ist noch eins. Ne, das ist auch eigentlich eins. Gut, der zählt hier offensichtlich nicht. Gut, den scheinen wir alle gefunden zu haben. Oder mehr wollen sie uns nicht lassen. Na gut. Gut, fangen wir mal mit. Naja, sind ja bloß noch zwei Einträge übrig. Das muss ja gut gehen. Wir haben ja vier Versuche. Fangen wir mal mit Jessica an. Super. Jetzt haben wir das auch. Gut. Es lebe der großartige Braumeister Juan Diego. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Ah ja. Gut, den Safe brauchen wir nicht machen, das haben wir schon. Dann gucken wir uns erstmal die Braumeisteraufzeichnungen an. Ich habe Jesus überzeugt. Wenn wir diesen Überlebenstrip im tiefsten Nirgendwo wirklich machen wollen, dann bitte mit allem Drum und Dran. Und wenn ich mit allem Drum und Dran sage, meine ich Schwarzgebrannten. Dummerweise dauert es seine Zeit, ein gutes Tröpfchen herzustellen, und Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Es wird Zeit, mich umzuhören. Es muss doch möglich sein, die Sache irgendwie zu beschleunigen. Braumeisteraufzeichnung, die Destillateure. Die beste Nachricht des Tages. Unsere Cousine Carmen hat eine Zimmergenossin an der VTU, die sich gerne unseres kleinen Destillationsproblems annehmen würde. Sie ist eine Maschinenbauerin, die erstaunlich viel Alkohol verträgt. Ich bewundere sie jetzt schon und werde sie noch mehr verehren, wenn sie das hier hinkriegt. Braumeister Weltuntergangsaufzeichnung, die Mission. Sie hatten recht. Rayleigh und Sam hatten tatsächlich recht.
Die Roten haben die Bombe geworfen. Die Welt ist im Eimer und die Menschen brauchen unser Zeug jetzt mehr denn je. Ich muss die Rezepte leicht anpassen, da Mutter Natur ein wenig verrückt spielt. Aber sie funktionieren immer noch. Die Welt dreht einfach völlig am Rad. Jesus macht die Schrotflinten klar. Die Tiere werden durch die Destillen gereizt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir sie mit allem beschützen, was wir haben. Braumeister Weltuntergangsaufzeichnung, das Ergebnis. Die neuen Rezepte sind nicht die schlechtesten. Die Beerenmischung ist immer noch ziemlich lecker, nur der Kartoffelschnaps ist schneller wieder draußen, als man ihn runterkippen kann. Zur Hölle, er erfüllt seinen Zweck. Das einzige Problem ist, dass uns die Munition ausgeht und das bedeutet Mensch gegen Natur auf einer ganz neuen Ebene. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dem Zeug wir noch haben, aber wir können es wohl gegen ein paar Vorräte in Harper's Ferry eintauschen. Ich kann Brianna dazu bringen, es ins Forum zu stellen, das der alte Hayes gebastelt hat. Gut, war ja in dem Terminal auch fertig. Können wir uns hier weiter umgucken gehen. So, also wir sollen hier nach Überlebenden suchen. Und das funktioniert offensichtlich über Holotapes. War schon zwei entdeckt. So, muss ich ja das mal rübergehen. So, mal schauen, ob hier noch irgendwer ist. Ne, völlig Totenruhe. Okay, gut. Da haben wir eine Notiz. Die werden wir erstmal lesen. Und da unten haben wir noch ein Rezept. Wo ist denn erstmal ein Rezept? Cranberry-Marmelade. Die kennen wir offensichtlich noch nicht. Und wir haben offensichtlich noch eine kranke, leuchtende, was leuchte Ratte. So. Oh. Jetzt hier mal. Oh, oh. Ah, ja. Hat er uns hier irgendwie die Treppe runtergeschubst? In Ordnung. Gut. So. Rattenfleisch, atomare Abfall nehmen wir mit. So. Zurück zum Thema. Erst einmal wollten wir die Nachricht lesen. Machen wir das. So. Erinnerung. Nicht vergessen. Mit Abby über JD und Brianna sprechen. Vielleicht kann sie meinen Bruder ja zur Vernunft bringen. Brianna ist nicht gut für ihn. Ich weiß, dass sie ihn benutzt, aber er will nicht auf mich hören. Abby ist klug und JD respektiert sie. Auf sie hört er bestimmt. Aber wieder von Brianna gehört, okay. So, also jetzt fehlt hier das Holotape. Das habe ich im Inventar. Wie gesagt, das schon mal angeguckt, ihr habt. So, schauen wir mal ganz kurz bei den Holos. Das ist jetzt hier der Jesus Sundays Holo Band Nummer 3. Wir waren gerade draußen beim Bunker, als die Brandbestien über Harper's Ferry herfielen. In weniger als einer Stunde war der gesamte Ort abgefackelt. Ich dachte, Brianna sei bei dem Angriff gestorben und dass JD nun wieder so wird wie früher. Aber als das nicht passierte, wurde ich misstrauisch. Als Brianna dann mit einer kleinen Gruppe Überlebender bei unserer Hütte auftauchte, wurde mir alles klar. Sie hat JD die ganze Zeit getäuscht und ihm schöne Augen gemacht, um sich und ihren Freunden Einlass in unserem Bunker zu verschaffen. Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen. Ich sagte ihr, sie soll sich zurück in ihre Höhle verziehen und zusehen, wie sie überlebt. Ich musste JD eins überziehen, weil er damit nicht einverstanden war. Als Briannas Leute sich dann in den Bunker drängeln wollten, habe ich sie mit ein paar Warnschüssen verscheucht. Jetzt muss ich mich um JD kümmern. Er wird vielleicht angepisst sein. Gut, also da haben wir die gleiche Story wieder, dass sein Bruder da nicht mit einverstanden ist, dass er sich mit dieser Frau abgibt, mit Brianna. So, war vom Bunker die Rede, ich nehme mal an, und das ist es hier auch garantiert, da wo die Treppe runterführt oder wo wir jetzt runtergekommen sind, dürfte der Bunker sein, der persönliche Bunker hier, der Bruder. So, Tür ist offen und ja, haben wir ganz offensichtlich ihren Bunker gefunden. So. Scheint ein paar Kakerlaken eigentlich einiges zu haben. Gut. Die waren bestimmt mal kleiner und haben da unter der Tür durchgepasst und sind jetzt ein bisschen mutiert und ein bisschen größer. Okay. Da scheint ja nicht ganz strahlungssicher zu sein, der Bunker. Gut. Gut, kicken wir uns hier mal ein bisschen um. Und währenddessen können wir uns eigentlich schon mal das Holoband anhören, was ich draußen noch gefunden hatte. So, und zwar Teil 4. Dann können wir uns die Story gleich mal weiter anhören. So. Also auf jeden Fall nett, hier so ein bisschen was man mitnehmen kann. Okay, gut. Machen wir das ganz kurz. Also, Holoband von Jesus Sunday, Teil 4. Es ist Wochen her, seit ich Brianna Hawk weggejagt habe. Es fühlt sich so an, als hätte ich die gesamte Zeit damit vergeudet, JD davon zu überzeugen, dass das eine gute Entscheidung war. Als ich dachte, dass er endlich auf mich hört, fand ich beim Saubermachen in der Hütte ihre verdammten Briefe.
Anstatt auf die Jagd zu gehen, hat dieser Hijo de Pera mich hintergangen und Brianna einige unserer Vorräte gegeben. Wie konnte er mir das antun? Nach all den Opfern, die ich für unsere Familie gebracht habe. Wenn er heute von seiner Jagd zurückkommt, werden wir eine kleine Unterhaltung über Brianna Hawk führen. Und dieses Mal gebe ich nicht nach. Okay. Also die beiden Brüder verstehen sich mal überhaupt nicht. In Ordnung. Oder beziehungsweise sieht zumindest wie dieser Frau sehr uneinig. Ja, da kann das natürlich sehr, sehr viel Zwist verursachen. Gut, und war von Brianna Hawk die Rede. Da waren wir ja letztens in der Höhle oder in der letzten Folge. Und das muss dann wohl ihr Unterschlupf gewesen sein, den sie ja alternativ zu dem, ja, anvisiert hat oder sich genommen hat. So, Jetzt sind die Questmarks immer noch da. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das scheint jetzt hier die Quest scheinbar zu verbangen. Das ist aber nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Naja, kann man auch nur mitnehmen. Gut. Gucken wir uns mal weiter um. Hier gibt es noch ein Rexhaus. Schauen wir da mal noch hin. Gut. Da ist noch ein Werkzeugkoffer oder ein Kasten. Der ist leer. Okay. So, schauen wir mal hier oben. Hier sind noch Questmarker. Eine Leiche. Und da haben wir auch, ja, Jesus Sundays, Holoband Teil 5. Hören wir uns das mal ganz kurz auch noch an. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber JD ist tot. Ich habe meinen eigenen Bruder umgebracht, nachdem ich herausgefunden hatte, dass er Brianna Hawk mit unseren Vorräten versorgt, konnte ich es nicht abwarten. Also bin ich raus und habe ihn gefunden, wie er am Kamm Ausschau hielt. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist er abgerutscht oder ich habe ihn zu fest geschubst, aber mein Bruder ist gestürzt. Er ist tot und es ist alles meine Schuld. Als Brianna davon erfuhr, versammelte sie ihre Gruppe und attackierte die Hütte mit allem, was sie hatten. Sie wollten mich tot sehen. Ich habe sie alle erledigt. Aber eine Kugel hat mich erwischt. Ich glaube, ich halte nicht mehr lange durch. Vielleicht ist das besser so, dass alles, was ich getan habe, es erinnert mich an diese Stelle, die ich einmal in der Bibel gelesen habe. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ich schätze, das stimmt. Okay. Wurde traurige Ende dieser Bruderbeziehung gehört. Okay. Gut, leider hat sich unsere Quest nicht aktualisiert. Und auch die Questmarker sind nicht verschwunden. Das ist ein bisschen schade. Teil 1 und 2 der Holobänder fehlen uns. Und haben eigentlich jetzt an allen Stellen das schon gemacht. Müssen wir wohl sein lassen. Kommen wir hier nicht weiter. Oder wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte, ob wir vielleicht in der Nähe noch irgendwo einen Questmarker finden. Das wäre natürlich noch eine Variante. Aber die gehören ja bloß zu den verbrannten Detektoren. Könnte jetzt höchstens noch sein, dass es vielleicht in Hawks Unterschlupf gibt. Aber da würde denn, ja, fehlt auch das Holoband. Ah ja, dadurch, dass wir die Holobänder schon im Inventar haben, zählen die Questmarker nicht. Eins ist verschwunden. Waren vorher nämlich drei, jetzt ist es bloß noch... sind es immer noch zwei. Weiß ich nicht, vielleicht geht, wenn man die Holobänder vielleicht fallen lässt. Das wäre vielleicht noch eine Variante. Müsste man ausprobieren. Ja, mal schauen. Die werde ich jetzt hier einfach erstmal ablegen. Und Teil 5 behalten. Schauen wir mal, jetzt hat sich hier nichts geändert. Wäre die einzige Hoffnung, dass eine Schnellreise das vielleicht korrigiert. Ja, probieren wir das mal jetzt kurz aus. Wenn wir mal ganz kurz hierher selber reisen, das wäre eine Variante, die das vielleicht korrigiert. Nee, das ist nicht der richtige. Ich stehe an auf den Schnellreisemarker. Da. Mal sehen.
So, da sind wir wieder zurück. Musste jetzt zwischendurch mal den Server wechseln. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier Glück haben mit den Holobändern und vor allem auch der Quest, ob die jetzt wieder auftaucht. So, ja, die Quest ist wieder da. Mal gespannt. Und andere Quests kommen auch wieder. Ja, die Holobänder sind wieder da. Okay, natürlich, wir sind auf neuem Server. Müssen wir uns um die Gegner kümmern, ist klar. Ja, haben wir das scheinbar in den Griff gekriegt. Das ist mindestens ganz wichtig. Jetzt haben wir natürlich auch noch das Holoband 5 im Inventar. Das ist natürlich garantiert ungünstig. Ich glaube, das wird wohl wieder löschen. Da mal gucken. So, erstmal die verbrannten Gulli hier. Hätten ja bitte auch beide mal mit Eimer umfallen können. Oder wenigstens einer mal? Nein. Beide. Hinterher und so. Ja, vorne so, also erledigt. 10 mm Patronen, Haarklammer. Kaputte Pro-Snap-Kamera. Was haben wir hier noch? Sind wir in der Tafellöffel? Na, das ist ja ein absolut toller Loot. Gut. So, ich werde einfach mal die Holobänder, haben wir uns ja eben schon mal angehört, einfach bloß mitnehmen. Ich hoffe, das zählt auch. Ja, das hat gezählt. Der Questmarker ist weg. Sehr schön. Dann wollen wir uns das andere hier hinten auch noch holen. So, oh, da haben wir noch Blö. Wir haben uns leider schon gesehen, glaube ich. Nee, nicht. Das ist gut. Gut, mit Kugeln und das hier auch. Oh, dann noch zwei. Dreier insgesamt. Mal hier ganz kurz weg. Das bei den verbrannten wilden Ghoul. Den legen wir erstmal wieder hin. So geht das natürlich auch, wenn die sich hinlegen. Gar nicht so schlimm. Also. So. Radix, ein Bunsenbrenner, na ganz toll. Anforderung eines Airdrops, auch nicht unbedingt nötig hier. Messzylinder, nee, danke. So. So, dann nehmen wir mal den Teil 4 auch noch auf. So, dann haben wir das. Quest-Symbol ist weg. Sehr schön. Aber ich bin gespannt. Da oben war noch Teil 5. Mal gucken, wie wir das hier in den Griff kriegen. So, da haben wir Teil 5, denn ihr hört. Das ist auch da. Müssen wir mal gucken. Ich werde erstmal Teil 5 ablegen. Vielleicht zählt es dann. Mal sehen. So, wo haben wir die Holobänder da? Teil 5 müsste ja im Inventar sein, genau. Mal sehen. So, und da ist Teil 5. Nehmen wir das mal. Nehmen wir uns das ganz kurz nochmal an. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber JD ist tot. Ich habe meinen eigenen Bruder umgebracht, nachdem ich herausgefunden hatte, dass er Brianna Hawk mit unseren Vorräten versorgt. Konnte ich es nicht abwarten. Also bin ich raus und habe ihn gefunden, wie er am Kamm Ausschau hielt. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist er abgerutscht. Oder ich habe ihn zu fest geschubst, aber mein Bruder ist gestürzt. Er ist tot. Und es ist alles meine Schuld. Als Brianna davon erfuhr, versammelte sie ihre Gruppe und attackierte die Hütte mit allem, was sie hatten. Sie wollten mich tot sehen. Ich habe sie alle erledigt. Aber eine Kugel hat mich erwischt. Ich glaube, ich halte nicht mehr lange durch. Vielleicht ist das besser so, dass alles, was ich getan habe, es erinnert mich an diese Stelle, die ich einmal in der Bibel gelesen habe. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ich schätze, das stimmt. Okay, haben wir das nochmal gehört und haben die Stories von den Sunday-Brüdern uns jetzt hier komplett angehört. Gab wohl wirklich nur Teil 3 und 4 und 5. Und ja, also haben wir doch wieder einen Griff gekriegt. Sehr schön. Also da war ein bisschen schwierig hier mit also mit der Discord am Anfang, also dem Game Crash. So, gut. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Das muss Harper's Ferry sein. Und da haben wir gleich einen verbrannten Oberer erstmal, der uns hier auf der Straße entgegenkommt. So, oh, sehr schön. Ein Schuss, ein Treffer, ein Toter. Das mag ich natürlich.
da drüben ist auch noch. Und wir haben die Höhlen im Norden entdeckt. Aha, jetzt etwas anders als erwartet. Da war eben auch noch jemand. Und wir haben Harper's Ferry gleichzeitig auch noch entdeckt. Sehr, sehr schön. Hat auch die Höhlen im Norden immerhin sein sollen. Auf jeden Fall ordentlich verbarrikadiert hier. Ja, hatten wir auch schon öfter von gehört. Zum einen im Zusammenhang mit der Bruderschaft, zum anderen hier auf Abbys Quest-Reihe, dass sie auf mehrere lang versucht haben, sich was aufzubauen. Und wir haben hier, ja, jetzt die Quest-Untersucher Harper's Ferry. Sehr gut, das mal. So Harper's Ferry, hier mehrere Quest-Symbole. Scheint auf jeden Fall ein bisschen größerer Ort zu sein, ja. Schauen wir uns mal um. Wir haben mal die Shirt Street. So, da hinten war noch irgendwer. Sehen wir schon da oben. Bisschen schlecht zu erkennen da oben, sein Wachposten. Ist er nicht mehr zu sehen. Na gut. Gucken wir mal. Oh, ein bisschen vorsichtiger hier vor ihm, wenn ich da alle durchscheuchen. Kranker wilder Ghoul da drüben. Und auch erledigt. Hm. Oh. Oh, jetzt haben wir wohl alle aufgescheucht hier. So, dann müssen wir uns erstmal um die Ghoul kümmern. Mal sehen, wie viel wir jetzt hier angeschockt haben. Dann haben wir erstmal vier gleich auf einmal. So, haben wir jetzt noch hier von Plünderer Ghoul auch erledigt. Kronkorken, Bradaway verdünnt. 45er Patronen. Abraxoputzmittel extra stark. 10mm Patronen. Und hier war da noch Ovena gestorben. Naja, Oreal. Ach, wir leiden noch an Radwürmern. Gut, kümmern wir uns mal ganz kurz drum. So, machen wir das ganz kurz. Ist mal ganz kurz weg damit. Keine Lust auf Radwürmer. Wohl, was macht ihr das? Mal ganz kurz gucken. Effekte. Radwürmer. 50% mehr Strahlenschaden. Na gut, aber kein Gehen, dann kann das auch bleiben. Radwürmer sind jetzt nicht so schlimm. Gut, wir haben da hinten einen Questmarker. Der scheint hier ganz in der Nähe zu sein. Scheinen hier auch mehrere Stellen untersuchen zu müssen. Hm. Schauen wir mal. Wo wir da hinten. Ah ja, hier ein Terminal und ein Holoband. Gucken wir erstmal um die Ecke, ob wir hier noch irgendwas haben. Das Watt sagt erstmal nichts. Aber ich höre was. Da oben ist einer. Oder? Nee. Das ist scheinbar eine Luftmessanlage oder so ähnlich. Oder Windstärkenmessung. Aber hier muss noch irgendwer sein. Gut, aber Holoband erstmal für Ordnung sorgen. Hier in Harper's Ferry nehmen die Dinge langsam Gestalt an. Wir haben diverse Verteidigungen und einen richtigen Perimeter eingerichtet. Und wir haben Wachen in Schichten organisiert. Nirash arbeitet an einer Vorrichtung, um gegen die heftigen Stürme anzukommen, die hier ständig aufziehen. Er sagte, dass man die Luft filtern könnte oder so. Und Ella hat mit Hilfe der Responder eine ganz ordentliche Klinik aufgemacht. Ich bekomme das Gefühl, dass Raleigh vielleicht recht hatte und das hier wirklich funktionieren kann. Hm. Okay, Raleigh, von dem wir schon gehört, in seinem Bunker waren wir ja auch schon. Sehr schön. Und einige dieser Überlebenden sind auch gar nicht so dumm. Duncan etwa hat sich als guter Jäger herausgestellt. Und eine Frau namens Candle ist eine bessere Schützin als ich. Und doch sehe ich mir diese Leute an und denke mir, ihr Bastarde hattet eure Chance. Wir haben es euch praktisch auf dem Silberteller serviert. Und ihr habt bloß die Nase gerümpft und uns für verrückt erklärt. Was für Idioten. Gut. Da hat sich unsere Quest auch aktualisiert und wir sollen jetzt das Tor-Terminal hier untersuchen. Terminal des nördlichen Tors. Schauen wir uns das mal gleich mal an. Ich hoffe, uns fällt hier niemand in den Rücken. Klang wie ein Verbrannter hier noch. Oder wie Ghoul. Harper's Ferry, nördliches Tor. Achtung an alle Außenposten. Schaut euch bitte den neuesten Hinweis zu verschwundenen Personen an. Haltet in der Nähe von Camps die Augen nach Händlern aus Mostan auf. Verschwundene Personen. Mhm. Es folgt eine Liste aller als vermisst gemeldeten Personen aus Harper's Ferry. Wendet euch wegen der Organisation von Suchtrupps an Eddie Hayes. Ja, von dem hatten wir ja gerade das Holoband gehört. Vermisste Jagdgesellschaft. Aha, da hat sich auch gleich die Quest aktualisiert. Sehr, sehr schön. Gut. Jäger verzweifelt gesucht. Untersuche das Gebiet nördlich der Valley Galleria. Ah ja, von der hatten wir ja schon mal gehört im Zusammenhang mit den Nachrichten bei der Red Rocket Mega, der dem Red Rocket Megastop, dass da die Ghule schon mal eine Zuflucht gefunden haben. Da bin ich ja mal gespannt.
Gut, lesen wir aber erstmal das hier. Duncan McCanns Jagdgesellschaft gilt als vermisst. Laut ihrer letzten Übertragung waren sie von der Valley Galleria aus unterwegs nach Norden, um einen Rudel Ghule zu verfolgen. Das Gebiet sollte gemieden werden, bis wir einen ordentlichen Suchtrupp zusammenstellen können. Wenn ihr euch freiwillig melden wollt, sprecht mit Eddie Hayes. Die verschwundenen Mitglieder sind Duncan McCann, Kendall Sims, Randy Calloway, Terence Quince, Annie Dolly Garcia, Jacqueline Murphy, Courtney Kelly und Jackson Lake. So, nächste verschwundene Person. Esme Rivers. Esme River ist seit 2 Tagen verschwunden. Falls jemand eine Idee hat, wo sie sich aufhalten könnte oder sonst etwas weiß, meldet euch bitte schnell bei Eddie Hayes. Ja, der hat wohl den Chef der Polizei oder so, der Ordnungstruppe gespielt, offensichtlich. So, nächster Eintrag. Tess und Frank Hopner. Hallo Leute, hier ist Sid. Meine Großeltern sind weg. Als wir aufwachten, waren sie spurlos verschwunden. Ich glaube, meine Oma trägt ihr altes blaues Kleid und mein Opa seinen alten Anzug, den er immer anhat. Soweit ich weiß, haben sie keine Waffen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Falls jemand mir bei der Suche helfen möchte, meldet euch bitte vor Ablauf des Tages bei Eddie oder mir. Wer auch immer mir ist, also wer hier auch immer das geschrieben hat. Nächster Eintrag, Vegas. Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist, aber falls ihr nach meinem Hund Vegas Ausschau halten könntet, wären meine Schwester und ich euch sehr dankbar. Vegas ist ein schwarz-weißer Border Collie, total lieb. Auch wenn jemand herausfindet, dass er gestorben ist, wären wir für jede Information dankbar. Donny. Okay. Vermisst Nachrichten erstmal. Dann lesen wir mal noch den Patrouillenplan. Die Schichten sind heute dünn besetzt, aber wir vermissen auch eine Menge Leute. So, für den Norden eingeteilt. Eddie Hayes und Jed Kramer. Süden. Larry Comstock, Miranda Vox. Osten. Carly O'Reilly und Scott Weimer. Im Westen. Loni Kramer und Charlie Walker. Okay. Gut, haben wir das gelesen. Was haben wir noch? Wir haben noch das Forum. Auf vielfachen Wunsch. Allgemeine Foren. Verhalten Sie sich nett und angemessen oder verschwinden Sie. Bringen Sie mich nicht dazu, das mit einem Passwort zu versehen. Rayleigh hat das wohl geschrieben hier und schreibt über Duncans Jagdgesellschaft. Quaid Sheldon. Wollt ihr sagen, dass unsere besten Schützen da draußen verschwunden sind? Wenn die schon nicht in dem versammten Sumpf überleben können, wie sollen wir es dann schaffen? Ich bete zum Himmel, dass wir keinen Suchtrupp losschicken. Denn ich würde sicher nicht mitgehen. Ganz zu schweigen davon, dass Hardball weg ist. Einen Mr. Gutsy zu verlieren, ist schon hart. Ich hoffe, die sind nicht wirklich verschwunden, sondern warten nur auf den richtigen Moment, um sich auf den Heimweg zu machen. Becca Mason, danke, dass du so tolle Stimmung verbreitest, Quaid. Außerdem ist es gut zu wissen, dass du mir nicht zu Hilfe kämst, wenn mein Arsch da draußen wäre. Quaid Shelton, verdammt richtig, ein Roboter wie der sollte uns lieber hier in Harpers Ferry beschützen, statt in einem beschissenen Sumpf herumzuirren. Kaputtes Radio. Das klingt ja ultra spannend. Ja. Delia Webb. Hey Leute, mein Radio ist kaputt gegangen und ich habe gehofft, dass jemand es reparieren kann. Es wäre nicht nur für mich, sondern auch für meinen Opa. Es ist die einzige Form der Unterhaltung für ihn, weil er blind ist. Ich kann nicht viel anbieten, vielleicht ein paar Packungen Kaugummi oder eine Glühbirne oder zwei. Abigail Singh. Ach, da ist wieder Abby. Die Leier. Ich kann mich darum kümmern. Kein Problem. Kann ich es morgen gegen Mittag bei dir abholen? Und mach dir um die Bezahlung keine Sorgen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es allzu aufwendig wird. Die Leierweb als Antwort. Danke, Abby. Ich mache es abholbereit für dich. Okay. Ah, kleine Community aufgebaut. Und wir haben die Quest Jäger verzweifelt gesucht begonnen. Ah, mal schauen. Gucken wir uns kurz auf die Karte. Da sollen wir irgendwie da drüben hin. Okay, gut. Das wäre sowieso ganz interessant, weil hier führt eine Bahnstrecke lang. Da muss auch irgendwas garantiert an der Stelle da drüben sein. Ah, schlagen wir uns hier erstmal am besten mal ein bisschen durch. Ja, Harper's Ferry. Noch irgendwie auch schon mal verbrannt gehört. Gut, damit geht es dann beim nächsten Mal weiter.
Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, auch dass ihr diese holprige Quest drüben an der Brother Sundays Lodge Farm mitgemacht habt. Gut, also wie gesagt, hier geht's beim nächsten Mal weiter und dann schauen wir uns in Harpers Ferry noch weiter um. Ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.